Herzlich willkommen zur Lisa Box Nummer 27. Diesmal beschäftigen wir uns mit Tape Machine, Saturation und Distortion Plugins. Alle versuchen, den analogen Klang einer Tape Machine nachzusimulieren und das mit verschiedenen Mitteln. Es gibt klassische, so wie jetzt hier dieser von Slate Digital, die wirklich eine Tape Machine nachsimulieren, 1 zu 1. Das wäre Kandidat Nummer 1. Von Steven Slate. Dann haben wir von Waves von Eddie Kramer das Master Tape. Eine weitere Simulation ist von Mac DSP der Analog Channel AC202. Dann haben wir von FabFilter das Plugin Saturn. Dann haben wir von UE Plugins das Plugin nennt sich Saturn. Dann haben wir vom Dave Hill das Plugin RA und auch von Dave Hill unter dem Brand Grainsong den Phoenix 2. Das sind alles reine Tape-Simulationen. Als weitere Kandidaten haben wir noch Distortion und Saturation Plugins und zwar von Soundtoys den Decapitator, dann von Sonox Plugins den Inflator. Dann kommen die Freeware-Plugins von Softube, der Saturation Knob. Dann von der Firma Klanghelm, auch ein Freeware-Plugin. Dieses Plugin nennt sich IVGI. Und als letztes Freeware-Plugin von der Firma Audio Assault, den Head Crusher. Wir werden jetzt anhand von einem Drum die 12 Kandidaten hier vergleichen und zwar in einem Blindtest. Die Auflösung folgt am Schluss. Viel Spaß! So, nun hier sehen wir jetzt nun die Session. Wir werden in dieser Soundbox die Drums angucken mit diesen Plugins, in einer zweiten dann die Vocals und dann den gesamten Mix. Es ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Song. Die Band heißt Microcuts und der Song heißt Bar of the Wrong. Gut, als erstes jetzt schnell noch Erklärungen. Und zwar lasse ich nachher alles in einem Loop laufen. Ich werde nichts mehr kommentieren, damit ihr euch konzentrieren könnt aufs Hören. Ich werde das Ganze starten, indem ich das Plugin ausschalte. Ab dem Marker In hier werde ich das Plugin einschalten und bei Out hier werde ich das Plugin wieder ausschalten. Und da es ein Loop ist, fängt es wieder von vorne an. Wieder mit dem Plugin ausgeschalten und dann kommt das zweite Plugin zum Tragen. Merkt ihr euch also die Zahlen am besten und hört mal aufmerksam zu, ob ihr Unterschiede ausmachen könnt. Nur vorneweg, es gibt kleine Unterschiede. Achtet vor allem auf Räumlichkeit, aufs Blech vom Schlagzeug, ob das mehr sizzelt, ob das heller klingt, plötzlich präsenter und auf Druck von Snare Drum und Bass Drum und auf Bassanteile, die plötzlich dazukommen. Dann könnt ihr vielleicht Unterschiede ausmachen. Am Schluss gibt es dann eine Auflösung von allen Plugins, welches Plugin war. Dann viel Spaß beim Reinhören.
So, das waren nun alle 12 Kandidaten. Ich hoffe, ihr konntet Unterschiede merken. Nun zur Auflösung. Als erstes haben wir den Phoenix gehört von Grain Song. Dann als zweiter Kandidat haben wir von Dave Hill den RA gehört. Dann als drittes Plugin haben wir von Slate Digital die Virtual Tape Machine gehört. Dann als Kandidat 4 haben wir von Eddie Kramer das Mastertape gehört. Als fünfter Kandidat haben wir von UE Plugins das Satin gehört. Dann haben wir von Mac DSP als sechster Kandidat den Analog Channel AZ202 gehört. Als siebter Kandidat haben wir von FabFilter das Plugin Saturn gehört. Dann als achter Kandidat haben wir von Sonox den Inflator gehört. Als Kandidat 9 haben wir den Decapitator von Soundtoys gehört. Als zehnter Kandidat haben wir das erste Freeware-Plugin gehört. Headcrusher heißt das von Audio Assault. Als elften Kandidaten haben wir von Klanghelm auch ein Freeware-Plugin gehört. Das nennt sich IVGI. Und als letztes haben wir den Saturation Knob von Softube gehört. Ebenfalls ein Freeware-Plugin. Gut, damit ihr das jetzt zu Hause auch ordentlich nochmal anhören könnt, werde ich euch alle 12 Files des Drums einmal ohne Bearbeitung komplett und einmal mit diesen 12 verschiedenen Plugins selbstverständlich angeschrieben bei jedem Fail zum Download anbieten. Wünsche euch viel Spaß und wir fahren dann gleich weiter beim nächsten Sewing Box, wo wir das Ganze auf den Vocals machen. Bis dann, viel Spaß!